Altnachtensee in der Lopper und im Hintergrund stand Stadt. Oberhalb vom Steinbruch angekommen, ist hier eine kleine Gedenkstätte. Da mache ich meine erste Pause. Ich bin hier oberhalb von dem Steinbruch. Geht jetzt Richtung Drachenflur weiter. Das sind etwa noch 200 Höhenmeter. Ich habe hier eine Waldaussicht und ich nehme mich sicher wieder weiter mit. Ich fahre danach weiter an die hohe Brücke und ja, lasse mich mal weiter überraschen. Hier sieht man Richtung Luzerner Seebecken runter. Ganz im Hintergrund hier etwa da ist die Rigi. Vermutlich der Bürgerstock. Ja, und ja, ich nehme mich gerne weiter mit. Es ist absolut ein schöner Ort. Also, es geht hier mächtig steil drauf. Ich bin hier vorher ziemlich drauf. Ich habe zwar eine super geile Aussicht, also abartig bis zum geht nicht mehr. Aber ich empfehle es absolut nicht mit dem Merlo zu fahren. Eigentlich wäre ein geiler Ort ein bisschen zum Wandern oder sonst ein bisschen zum Sein. Hat sich einmal gelohnt von der Aussicht her. Und es war eine tolle Sache gewesen, trotzdem. Ja, jetzt geht es hier massiv drauf wieder und ja, wir schauen mal, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Das ist der Teil, der nicht fahrbar ist. Leider sieht man nicht, wie steil es ist. Vor uns Schanzhorn mit Schanzhornwang. Und hier all die vielen Berge und hier geht es Richtung Alpen. Abartig geil. Das ist das Tal.
Auch diese Tour geht wieder mal zu Ende. Ich danke, dass du dabei gewesen bist. Und ich freue mich über sämtliche Likes und Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, auf meinem Kanal gibt es mehr. Die nächste Tour ist in Planung. Und bis bald. Tschüss und ciao zusammen.